Hallo und herzlich willkommen auf unserer Internetseite breslev.co.il. Wie immer befinden wir uns im Torah-Tempel Chut Shel Chesed, Faden der Liebe, angeführt von Rabbiner Shalom Arush, von dessen süßem Wasser wir alle trinken. Wie hervorragend! Heute möchte ich euch etwas erzählen, was mir diese Woche passiert ist, das mir natürlich super glücklich stimmt, denn ich habe von Gott das große Geschenk bekommen, ein Menschenleben zu retten. Gott hat mich tatsächlich beschenkt mit diesem Glück, wirklich das Leben zu retten, physisch. Und bevor ich euch die Geschichte erzähle, müssen wir als allererstes was tun? Uns natürlich bei unserem lieben Schöpfer bedanken. Und wie bedanken wir uns? Mit dem Song Nummer 1 der Eurovision, das uns unser toller Rabbi gelehrt hat, nämlich Toda Rava, Toda Rava, Toda Rava, Lecha Ava, Toda Rava, Toda Rava, Toda Rava, Lecha Ava. Und jetzt auf Deutsch. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, Papa. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, Papa. Ich danke dir, Papa, Toda Rava Lecha Ava. Wie wundervoll. Ihr seht, wir lernen also heute auch Hebräisch und auch Deutsch. Und zwar alles ein bisschen musikalisch, damit diese Dinge auch wirklich unser Herz erreichen und hineindringen. So, über was möchte ich heute mit euch reden? Ihr könnt euch erinnern, Gott hat mich beschenkt, ich habe ein Leben gerettet. Was ist da genau passiert? Ich brauche eine kleine Einleitung. Ich habe euch ja schon mal erzählt, zu mir ist ein junger Mann gekommen und hat zu mir gesagt, ja du, lieber Herr Rabbi, wie kann ich wissen, ob ich meine Frau wirklich liebe? Was für eine tolle Frage. Wie kann er wissen, ob er seine Frau liebt? Da habe ich ihn gefragt, typisch jüdisch, was macht ein Jude, wenn er eine Frage gestellt bekommt? Er antwortet natürlich mit einer Gegenfrage, richtig clever. Da habe ich ihm geantwortet, ihr kennt es bereits, also viele, die mich jetzt verfolgen, kennen diese Story bereits, aber das ist eine wichtige Einleitung. Ich habe ihm dann gesagt, du sag einmal, bist du treu? Da hat er mich angeschaut mit seinem Gesicht, als ob es eigentlich nicht wäre und er will da nicht wirklich drauf eingehen. Und er hat mir das dann auch gesagt, er hat zu mir gesagt, ja, muss ich jetzt darauf wirklich antworten? Da habe ich zu ihm gesagt, schau, antworten musst du mir darauf nicht. Aber Fakt ist, wenn treu sein Spaß macht, dann ist es Liebe. Habt ihr gehört? Wenn treu sein Spaß macht, dann ist es Liebe. Und wenn es dir eben keinen Spaß macht, treu zu sein und du musst dich da jetzt anstrengen und du hast irgendwelche anderweitige Gedanken, was ist jetzt hier los, dann bedeutet das für dich, dass du nicht wirklich liebst und du solltest jetzt deine Liebe wirklich weiter ausbauen. Du bist auch nicht wirklich dankbar. Für was? Für das Geschenk, das Gott dir gegeben hat, nämlich diese tolle Partnerin oder diesen tollen Partner, den du jetzt an deiner Seite hast. Es gibt viele, die schwimmen allein ihre Bahnen. Hier bist du in einem richtigen Team unterwegs, ein richtiges Schwimmteam und du sagst nicht Danke zu diesem Fakt. Das ist der Song, Toda Rabah, dieses Danke, das ist so wichtig, unheimlich wichtig. Wieso habe ich das jetzt als Einleitung gewählt, euch zu erzählen? Ihr wisst ja, in meinem Job als Paar-Familientherapeut habe ich sehr oft zu tun mit Menschen, die mir heute leider sehr viele Dinge erzählen, auch im Bereich Untreue. So, mich kontaktierte eine Dame vor ungefähr 2-3 Monaten, die lebt in der Nordsee und sie ruft mich an und sie erzählt mir, sie hat jetzt gerade ein Techtelmechtel mit einem gewissen Herrn aus der Schweiz. Also ihr seht schon die Entfernung, Schweiz, Nordsee, das ist nicht gleich um die Ecke. So, und sie erzählt mir, sie wäre wahnsinnig verliebt in diesen Mann, weil der Mann ist so toll, der Mann ist einfach so lieb und so süß und. Die ganzen Superlativen, die hat der im Petto, der ist einfach der absolute Vollwahnsinn. Aber
irgendwas hat mir nicht so gefallen, vom Gefühl her. Ich lasse mich ja leiten von meinem Schöpfer, vom Gefühl her. Ich bin ja nicht jemand, der negativ denkt, sondern im Gegenteil, die positive Brille trage ich, aber vom Gefühl her hat da irgendwas nicht gepasst und ich habe sie nicht gesagt. Aber mein Herz hat mir gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hat sie mir erzählt, er möchte unbedingt sie besuchen in der Nordsee. Das ging alles sehr, sehr schnell. Also heute zufällig geschrieben, morgen ein Hallo, übermorgen will ich dich sehen. Das geht zu schnell. Und es ist auch nicht koscher überhaupt, dieses ganze Kennenlernen. Wir legen Wert auf ein anderes Kennenlernen. Ihr kennt ja das, dieses koschere Blind Date. Das bedeutet, so lernen wir uns kennen, im koscheren Sinne. Aber so ist es halt jetzt mal passiert und sie erzählt mir das, was soll ich jetzt machen? Er ist mit Sicherheit absolut in mich verliebt. Er will ja sogar von der Schweiz in die Nordsee fahren, um mich zu sehen und ein paar Tage mit mir dort verbringen. Ob ich nicht mit ihm reden könnte? Dann habe ich gesagt, gerne, ich rede gerne mit ihm. So, jetzt habe ich mit ihm gesprochen. Besser gesagt, er hat mich angerufen, wir haben mit telefoniert, alles war schön, alles war toll. Und ich habe eigentlich dann bestätigt bekommen, vom Feeling her, was ich schon zuvor gedacht hatte. Es hat mir nicht so gefallen. Hat mir nicht gefallen, was ich gehört habe. Ich habe verstanden, apropos Treue, dass sie etwas nicht hinhaut. Ich habe dann abgeraten, sich mit diesem Mann zu treffen. Und warum habe ich hier abgeraten? Weil ich habe gesagt, wenn du es unbedingt darauf ankommen lassen willst, dann lass dir Zeit. Aber ein Treffen jetzt, das geht nicht. Take your time. Das ist unheimlich wichtig. Sie meinte dann, ja, aber schau mal, das ist doch ein toller Mann. Schau, wie sehr sich engagiert für mich. Er ist sogar bereit, von der Schweiz in die Nordsee zu fahren. Das ist absolut abstrakt und das passiert da eigentlich nicht jeden Tag. Und dann habe ich zu ihr gesagt, schau, wenn du ehrlich sein willst, Männer, die Liebe in dem Herzen tragen, die sind wirklich bereit, viel und alles zu tun. Aber die Liebe kennt ihre Regeln. Denn eine Liebe ohne Grenzen, eine Liebe ohne Regeln, das ist keine Liebe. Eine Liebe kennt seine Grenzen. Eine Liebe hat einen gewissen Rahmen. Wie zum Beispiel die eine oder keine. Der eine oder keine, das ist ein Rahmen, das ist eine Grenze. Innerhalb dieser Grenze will ich mich bewegen, und zwar bedingungslos, voller Liebe. Aber halt in diesem Rahmen. Wenn ich diesen Rahmen nicht habe, dann stimmt hier was nicht. Und das habe ich hier versucht zu erklären, dass Menschen halt eben, so wie Rabbiner Shalom Arush uns gelehrt hat, in seinem fabelhaften Buch Begann HaShalom im Garten des Friedens. Dort hat er nämlich geschrieben, diesen ganzen Fakt, dass Männer richtige Probleme haben in ihrem Sexualtrieb, wenn sie nicht wirklich an ihrer Heiligkeit arbeiten. Und wenn ein Mann nicht an seiner Heiligkeit arbeitet, das bedeutet, eine ehrliche, lebendige Beziehung mit seinem Schöpfer zu haben, dann kann er auch nicht heilig werden. Und wenn er nicht heilig wird, dann hat er ganz schnell jede Menge Fantasien in seinem Kopf. Und dann ist er auch ganz schnell bereit, von der Schweiz bis in die Nordsee zu fahren, um einfach mal so etwas zu erleben. Aber nicht, um die große Liebe zu erfahren. Das habe ich hier ganz deutlich versucht zu erklären und habe ihr gesagt, mach das bitte nicht. Vertrau mir bitte hier und treff dich nicht mit dem. Wieso, du kennst ihn ja nicht und das und da, du tust ihm Unrecht. Dann habe ich zu ihr gesagt, ich tue ihm kein Unrecht. Er ist ein toller Mensch, er ist faszinierend, er ist fabelhaft, aber ihr zwei passt halt einfach nicht zusammen. Deswegen, nimm das mal bitte einfach so hin.
Wie gesagt, sie wollte nicht auf mich hören. Sie hat sich mit diesem Mann getroffen. So, meine Befürchtung ist dann eingeschlagen wie eine Bombe. Nämlich, der Mann, der suchte nicht die eine oder keine, sondern er suchte nur das eine. Und genau hier haben wir das Problem. Das Problem, wenn jemand die Heiligkeit will, die echte, lebendige Beziehung mit seinem Schöpfer, dann weiß er, dass die Liebe wirklich über allem steht. Und die Liebe bedeutet eben die eine oder keine. Und nicht das eine. Er wollte nur das eine, für das eine ist er gefahren. Von der Schweiz bis in die Nordsee. Da haben sie sich dann getroffen. Und relativ schnell hat sie dann erfahren, dass er wirklich nur das eine wollte. Und sie halt eben nicht geliebt hat. Es war alles nur eine Riesenshow, eine Riesenlüge. Er hat sie richtig an der Nase herumgeführt, um eben seine Krankheit zu befriedigen. Bis hier ist es schon schlimm genug. Aber jetzt geht es erst richtig los. Denn er fährt ja wieder zurück in die Schweiz. Und sie bleibt jetzt mit Erwartungen, die ihr ins Gesicht explodiert sind. Dieser Ballon ist einfach nur bumm, hochgegangen. Mit diesen Erwartungen ist sie jetzt alleine im Regen. Und sie konnte das nicht verarbeiten. Sie ruft mich an. In Tränen. Rabbi, das und das ist der Fall, du hattest recht und was soll ich jetzt machen und mir geht es so schlecht und ich fühle mich beschissen und ich fühle mich hier und ich fühle mich da. Und jetzt kommt der Satz. Ich habe keine Lust mehr zu leben. Ich höre diesen Satz höre ich oft leider. Ich höre diesen Satz oft, dass Menschen diesen Satz sagen. Ich habe keine Lust mehr zu leben. Ich nehme diesen Satz sehr ernst. Und auch hier habe ich ihn sehr ernst genommen, insbesondere, weil ich ja weil ich die ganze Vorgeschichte kannte und ich wusste, dass sie frontal gegen die Wand ihrer Emotionen geknallt ist und sie dachte, sie kann da einfach durchfahren und auf einmal war da eine Wand und hat alles gestoppt. Ich habe natürlich versucht, ihr zu helfen, habe mit ihr gesprochen. Und dann, es war ein kurzes Gespräch, sie hat mich erwischt, kurz vorm Ausstieg von meinem Büro musste ich raus, ich hatte einen anderen Vortrag, dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, fahr ab, wir reden wir uns heute Abend und telefonieren wir. Also nicht heute Abend, sondern vor ein paar Tagen, am Abend. Am Abend nehme ich mir Zeit, möchte ich hören, wie es dir geht. Habe ich auch was gelernt im Leben. Ihr fehlte die Kraft zu warten bis am Abend. Was ist passiert? Ich bin in dem Vortrag, gebe den Vortrag, ich beende den Vortrag, ich bekomme ein Telefon. Wer ruft mich an? Ja, hallo, Herr Kraus. Am Apparat. Ja, hier spricht die Kriminalpolizei. Was will die Polizei von mir? Was will sie von mir? Kennen Sie eine Frau so und so? Die kenne ich. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie steht jetzt gerade in dieser und dieser Stadt, irgendwo da oben in der Nordsee. Ein Riesending, niemand wird wissen, wo das ist. Sie steht jetzt auf einem Hochhaus und will runterspringen. Diese arme Frau steht jetzt auf dem Hochhaus und will runterspringen. Und der Polizeibeamte ist mit mir am Telefon und erzählt mir, dass sie das jetzt gerade im Begriff ist zu tun. Und jetzt erzählt er mir, schauen Sie, lieber Herr Graus, diese Frau, sie will mit niemandem reden. Sie sagt, sie springt. Dann haben wir sie gefragt, gibt es niemanden, mit dem sie jetzt die letzten Worte reden wollen? Dann sagte sie, nein, sie will springen, sie will die Sache hier beenden. Aber dann hat sie gesagt, ein Telefonat bin ich noch bereit zu tätigen und das ist mit Rabbiner David Kraus. Da habe ich zu ihm gesagt, her mit ihr ans Telefon.
Gut, dann höre ich das. Das ist wie in einem Film. Ich habe gedacht, ich schaue nicht richtig. Ich habe dann auf Lautsprecher und habe geschaut, wer hat mich jetzt hier wirklich angerufen? Kann das sein, dass das aus Deutschland ist? Will mich hier irgendwer auf den Arm nehmen auf einer ganz unseriösen Art, die überhaupt nicht lustig ist? Ist das real, was mir gerade passiert? Ich schaue mir das an und ich bin einfach, ich fasse es gerade nicht. Und ich höre das. Ja, hallo, Sie, Frau, so und so. Hier, wir haben ihn erreicht, er ist jetzt am Telefon. Nehmen Sie doch bitte mal das Telefon. Nein, ich nehme das Telefon nicht. Sie legen das hin und schieben mir das rüber, das sagt sie. Nein, kommen Sie mir nicht näher, ich springe. Wie im Film. Und ich höre das am Telefon. Ich war natürlich die Ruhe weg, weil Gott war mit mir. Ich habe mit ihm sofort gesprochen. Jetzt musst du mir helfen. Die ist da und will springen. Die will springen. Und ist sie am Telefon und hat gesagt, ja, Rabbi, und weint mir am Telefon. Dass sie es nicht mehr aushält und hier und da. Da habe ich ein paar Worte mit ihr gesprochen. Paar Worte, aufbauende Worte, ermunternde Worte, einfach für sie da sein. Und die Polizisten, die waren clever, die waren anscheinend, nicht anscheinend, sondern die waren um sie herum. Und in dem Moment, wo sie nicht aufgepasst haben, tschack, haben sie sie gepackt und haben sie von der Schwelle dieses Hochhauses in Sicherheit gebracht. Dann war da ein riesen Geschrei und ein riesen Tralala, das Telefon ist am Boden gefallen. Und der Polizist hat dann nochmal zurückgerufen, hat mir gesagt, alles ist okay, vielen Dank für Ihre Hilfe, auf Wiederhören. So. Erschreckend, oder? Erschreckend, was in dieser Welt passiert. Es ist erschreckend, was in dieser Welt passiert, auf diesem Gebiet. Diese Herzensbrecher. Gott hat mich jetzt beschenkt, ihr das Leben zu retten. Dank der cleveren Polizei in Deutschland, diese Beamten, die so clever waren, einfach dieses Feingefühl, das ist ja Wahnsinn, also richtig toller Job, was sie da gemacht haben, wie sie sie überzeugt haben, machen sie doch einen letzten Anruf, also super. War tolle Teamarbeit und Baruch Hashem, die Frau lebt. Aber jetzt hat müssen wir sie natürlich auf Hochglanz polieren. Das bedeutet, ihre innere Welt, ihr Herz, die Sonne in ihrem Herzen, die scheint jetzt nicht mehr. Die ist richtig untergegangen und die müssen wir jetzt wieder rauskitzeln, damit die wirklich wieder scheint. Und zwar intensiv. Wie machen wir das jetzt am besten? Aber bevor wir reden, wie machen wir das am besten? Das ist dieses Todaraba, 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 Echa Abba. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, Papa, ich danke dir wirklich, Papa, für dieses Geschenk. Im Talmud steht, wer einem Menschen sein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Das macht mich jetzt natürlich glücklich, wenn ich darüber nachdenke. Aber auf der anderen Seite macht es mich traurig, weil ich weiß, dass die Frau immer noch geknickt ist. Und warum ist sie geknickt? Das ist ja nicht die erste Situation, wo ich das erlebe. Ich kenne diese Situationen, wo eben es so war, dass so eine Frau auch so behandelt wurde von so einem Helden. Und dann hat sie mich auch angerufen, hat mir eben auch erzählt, ja, sie hat keine Lust mehr aufs Leben. Das hat sie ihm dann auch erzählt und er hatte Angst davor, weil er hat es gekannt. In der Familie hat sich jemand das Leben genommen und deswegen hat er jetzt irgendwie Angst, das hat ihn dann Angst gemacht. Da hat er mich angerufen, ich soll ihm helfen. Er ist der Held und ich soll ihm jetzt helfen. Und er bittet Hilfe, warum? Mit dem Satz,
Nicht warum, sondern mit dem Satz, wie bescheuert ist denn sowas? Dann hat es halt jetzt nicht geklappt, aber wegen sowas, über Selbstmord reden, wie bescheuert ist denn sowas? Dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, was bescheuert ist? Bescheuert ist, dass du jemandem sein Herz so brichst, dass er das Wort Selbstmord in den Mund nimmt. Das ist bescheuert. Das ist bescheuert. Und genau hier müssen wir den Ansatz suchen. Denn dieser Werteverfall, der befindet sich in unserer Gesellschaft auf allen Ebenen und in allen Schienen. Und warum ist der so dominant? Weil diese Welt ohne Emuna lebt. Emuna, die Kraft des Glaubens. Wir sehen sie nicht. Alles ist so, ja, so eine Wischiwaschi-Gesellschaft. Alles ist erlaubt. Jemanden ins Gesicht treten ist erlaubt. Alles ist erlaubt heute. Und am Ende lachen dann alle. Nein, wir lachen heute nicht. Wir wollen heute eine Flagge schreiben und eine Flagge hissen. Und auf unserer Flagge ist die Liebe, ist die Treue. Das ist wichtig. Immer wenn du mit Menschen zu tun hast, zwischenmenschlich, muss nicht in einer Partnerschaft sein, auch freundschaftlich. Du hast jetzt einen Freund. Bist du diesem Freund treu? Ein anderes Wort für Treue, Loyalität. Bist du loyal gesinnt deinem Kumpel hier? Ja oder nein? Kann irgendein Django jetzt kommen und den jetzt und deinem Freund jetzt halt einfach die Show stehlen, die Bühne? Dann bist du nicht loyal. Macht es dir Spaß, loyal zu sein? Es muss Spaß machen, zu wissen, hey, ich habe jetzt diesen Freund. Hey, ich habe jetzt diese Freundin. Hey, das ist mein Engel. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Menschen sind immer damit beschäftigt, den großen Macker raushängen zu lassen. Ich bin besser, ich bin der Stärkste, der Tollste, der Klügste. Wer sagt es? Wer sagt es? Der, das das denkt, der sagt es selbst zu sich. Und wie kommt er zu diesem Schwachsinn? Er kommt zu diesem Schwachsinn, weil er eben programmiert ist, seinen Fokus auf das zu setzen, was uns alle so unterscheidet. Und augenscheinlich unterscheidet uns sehr viel. Aber im Inneren sind wir alle gleich. Und genau um das geht's. Dieser Werteverfall, den wir heute haben, wieso ist denn der da? Der ist da, weil wir alle aufs Augenscheinliche sehen, auf die äußerlichen Dinge. Was bedeutet, wenn ich aufs Äußerliche schaue, dann gibt es einen Werteverfall. Aber wenn ich nicht nur aufs Äußerliche schaue, das bedeutet, wenn ich an der Oberfläche ein bisschen kratze und versuche, mich darauf zu konzentrieren, was im Inneren herrscht, was da drin passiert, was passiert dann? Dann entdecke ich Werte. Werte, die universal sind. Werte, die alle Menschen gleich haben. Liebe, Treue. Jeder Mensch trägt Liebe in seinem Herzen. Jeder Mensch hat einen gewissen Punkt an Treue für eine Sache. Sei es auch nur ein Gegenstand, wenn jemand so materialistisch eingestellt ist. Aber Werte. Jeder von uns hat dieselben Werte. Werte, auf die wir etwas Wert legen. Auf ein tolles Familienleben. Das ist ein Wert. Auf ein harmonisches Zusammensein innerhalb einer Partnerschaft. Das sind Werte, die wir alle gemein haben. Und das kommt eben nicht zu tragen in unserer Gesellschaft. Und warum kommt es nicht zu tragen in unserer Gesellschaft? Weil unsere Gesellschaft nur aufs Äußerliche schaut. Nur auf die äußerliche Schiene. Nur auf Glanz und Glamour. Und deswegen passiert was? Der Werteverfall. Und deswegen sind wir alle nicht mehr dankbar. Wir nehmen alles als selbstverständlich hin. Und dabei ist nichts im Leben selbstverständlich. Für alles, was du hast in deinem Leben, musst du Danke sagen. Danke. Danke. Dieses eine simple Wort. Danke zu sagen. Danke, Hashem. Für was? Für den Stuhl, auf den ich sitze.
Denkst du, das ist selbstverständlich, dass du jetzt gerade sitzt? Wenn du denkst, es ist selbstverständlich, dass du jetzt bei dir zu Hause oder egal, wo du dich jetzt befindest, einen Stuhl hast, auf dem du jetzt sitzt, dann steh auf. Räume diesen Stuhl, auf dem du gerade sitzt, in die Ecke und steh. Steh eine Stunde und schau mir stehend zu. Damit du begreifst, dass dieser Stuhl, auf dem ich jetzt gerade sitze, das ist nichts Selbstverständliches. Danke zu sagen. Danke. Danke für die schönen Werte. Kratze an der Oberfläche. Ich habe hier ein wundervolles Buch. Rabbi Nachman hat dieses wundervolle Buch geschrieben, Likutei Moharan. Das sind die Bände von Rabbi Nachman. Rabbiner Shalom Arush, ihr kennt diesen Kommentar. Er hat einen wundervollen Kommentar zu diesem Likutei Moharan. Es heißt Shlom Malchut auf Hebräisch. Das bedeutet auf Deutsch Frieden für den König. Frieden für das Königliche. Frieden für das Königreich. Wie schaffen wir diesen Frieden? Es gibt ja eine Lektion. Da wird erzählt von Moshe Rabbeinu, unser großer Prophet Moses. Der war ja unterwegs in der Wüste und auf einmal sieht er einen brennenden Busch. Gott hat sich ihm nicht offenbart, als Moses das erste Mal diesen brennenden Busch sah. Rabbi Nachman geht da tiefer hinein. Und unser werter Rabbi, Rabbiner Shalom Arush, erklärt uns die Worte vom Rabbi Nachman, indem er uns erzählt, schau mal, der hat diesen brennenden Busch gesehen. Das ist jetzt diese oberflächliche Geschichte. Er hat es wahrgenommen. Wie viele würden unbeeindruckt einfach weitergehen? Warum? Du bist in der Wüste. Wer von euch war schon mal in der Wüste? Hand hoch. Super. Hier und da solche kleinen Buschbrände mitten in der Wüste. Ist es was Selbstverständliches? Die Antwort ist ja. Das ist nichts atemberaubend spektakuläres Ausnahmesituationmäßiges, dass in der Wüste, wo es ja keine Bäume und keine Sträucher gibt, aber hier und da schon solche kleinen Dinger, dass die brennen. Und wieso brennen die? Die brennen, weil es in der Wüste einfach brennend heiß ist. Und weil einfach die Hütte brennt, geht das alles hoch. Da brennt die Hütte ab. Okay, aber das ist ja nur punktuell. Das verstehen wir. Das Interessante war, Moses hat es gesehen, Gott hat sich ihm jetzt noch nicht offenbart. Viele würden weitergehen, weil es eben nichts Spektakuläres dabei ist, weil es passiert halt. Aber Moses, und genau das ist der Unterschied von Moses, Moshe Rabbeinu, unserem Rabbi, dem Moses und alle anderen. Denn er schaut nicht nur auf die oberflächlichen Dinge. Das Oberflächliche sagt mir, okay, ist halt jetzt schon wieder irgendein Baum, der hier brennt. Ja und? So what? Gehe ich weiter. Interessiert mich nicht. Verbrennt er halt, dieser kleine Baum, Dornenbusch. Interessiert niemanden. Habe ich schon etliche Male gesehen. Ah, interessiert niemanden. Das interessiert nur nicht all diejenigen, die nur aufs Äußerliche immer schauen. Nur aufs Augenscheinliche ihren Fokus haben. Leute, wie sagt der kleine Prinz, das Wesentliche, das siehst du nur mit dem Herzen. Moshe, er hatte den Blick fürs Wesentliche. Das bedeutet, er hat nicht nur aufs Äußerliche geschaut, nicht nur auf die Oberfläche geschaut, sondern hat sich auf was konzentriert? Aufs Innerliche der Sache. Auf den Kern der Sache. Auf dem Wert dieser Sache. Und eben deswegen ist er nicht einfach weitergegangen und hat gesagt, ja okay, der brennt. Nein. Er hat genauer hingesehen. Weil er hat sich das nämlich angewohnt, zu seiner Angewohnheit gemacht, alles was er sieht, genau zu betrachten. Und dann hat er nämlich gesehen, dass dieser Dornenbusch
nicht brennt, sondern nicht verbrennt. Habt ihr aufgepasst auf dieses wahnsinnig faszinierende Wortspiel, das Rabbiner Shalom Arush hier in seinem wundervollen Kommentar Shlom Malchut, das ist der Frieden hier für das Königreich, dieses Aufpassen. Er hat aufgepasst, dass der Burne, dass dieser Dornenbusch nicht verbrennt. Es ist ihm aufgefallen, augenscheinlich, oberflächlich, hier brennt was. Super. Hier schalten 90% der Menschen ab und gehen weiter. Moses hat hier nicht abgeschalten, gedanklich, emotional. Er war noch da. Er war online. Er war anwesend. Voll war er da. Und weil er voll da war, hat er was bemerkt? Du, pass mal auf. Dieses Teil da hinten, das brennt nicht nur, das verbrennt nicht. Das verbrennt nicht. Denn wenn etwas brennt, dann verbrennt ja dieser Busch. Aber der brennt einfach nur und da verbrennt nichts. Es verliert nicht, der Busch hat nicht die Farbe verloren. Er verliert nichts. Es sind dann wirklich Rauchentwicklungen. So ins Detail ist er gegangen. Und jetzt in diesem Augenblick, wo Moses eben den Blick hatte fürs Innerliche, für den Kern, für die Werte innerhalb dieser Situation, bingo, jetzt hat sich dem Moses wer offenbart? Ribono shel Olam. Der Gebieter aller Welten, unser Abba Sheba Shamayim, unser Vater im Himmel, hat sich ihm jetzt offenbart. Und der Rest der Story, jeder kennt es. Aber der Beginn war genau hier. Und hier müssen wir eben den Ansatz suchen und den Ansatz tun, indem wir klipp und klar was sagen. Wir brauchen den Blick für was? Wir brauchen den Blick für das Wesentliche. Nicht nur das Oberflächliche. Schau mal mehr hinein, hinein ins Herz. Du triffst dich jetzt mit jemandem oder du willst dich jetzt mit jemandem treffen. Dann schaut man immer nur aufs Äußerliche. Wie schaut er aus? Wie redet er? Wo arbeitet er? Was tut er? IQ, Bank am Konto, alles super. Natürlich sind auch äußerliche Dinge interessant. Was bedeutet, mit äußerlichen Dingen meine ich jetzt, hey, was redet er so? Wohin will er? Was denkt er? Wo möchte er hin? Das sind schon ein bisschen tiefere Dinge, tiefere Gedankensätze, weil wir den Wert suchen. Aber das Allerwichtigste ist, einfach zu verstehen, dass noch bevor du auf die Idee kommst, dich mit irgendeiner Person zu treffen, dass du was tun musst, du musst dich diesbezüglich mit deinem Schöpfer beraten. Du brauchst das persönliche Herzensgespräch mit Hashem. Du musst mit Gott darüber reden. Du musst mit ihm darüber sprechen. Ich möchte diese und jene Person kennenlernen. Und warum ist das so wichtig? Weil egal, Beispiel, der Mann aus der Schweiz, der hat dir den Himmel runtergesprochen. Er hat dir versprochen, dass jeder Stern nur ihr gehören wird, wenn die zwei sich treffen. Rhetorik. Es gibt viele Leute, die sind rhetorisch super schön unterwegs. Die können alles schön reden. Aber dann hauen sie dir hinten das Messer so tief in den Rücken, dass du nie wieder aufstehen kannst. So tut es weh. So gemein kann ein Mensch sein. Deswegen lassen wir mal diese Rhetorik. Geh da erst gar nicht hin in diese Rhetorikfalle. Du musst dich präparieren. Wie sagt unser Rebbe? Der Mensch braucht auf dieser Welt die mächtigste Waffe aller Waffen und das ist das Gebet. Du kannst nicht ins Herz eines Menschen schauen. Du kannst nicht in die Seele eines Menschen schauen. Das geht nicht. Aber es gibt jemanden, der weiß, was wir alle in unserem Herzen tragen. Er weiß, was wir alle denken, fühlen, uns wünschen.
Und deswegen musst du eben den Dialog suchen, ins Gebet gehen und Gott anrufen und eben mit ihm reden. Rede mit Hashem. Und wenn du dann mit Hashem redest, über was musst du mit ihm reden? Genau über diese Details. Nämlich, ich würde gerne einen Mann kennenlernen, das und das und dies. Ich möchte gerne eine Frau kennenlernen, das und das und dies. Hilf mir dabei. Von wem lernen wir denn das? Von Lea. Die Tora erzählt uns, dass die Augen der Lea glanzlos waren. Und warum waren sie glanzlos? Weil sie geweint hat. Sie hat geweint und geweint und geweint und geweint, dass ihre Augen den Glanz verloren hatten. Die wurden matt. Und warum wurden die Augen der Lea matt? Von unserer Stammesmutter, Lea. Lea Imenu. Lea! Wieso wurden ihre Augen matt? Wieso? Wieso? Weil sie für ihren Mr. Right, für ihren Seelenpartner gebetet hat. Sie wusste, dass sich da was anbahnt mit irgendeinem Gangster, mit Esav, dem wollte sie natürlich nicht. Dann hat sie gebetet und gebetet und gebetet und gebetet und gebetet und geweint. Und Gott hat ihr Gebet erhört. Und wen hat sie bekommen? Jakob Avinu. Noch feinkristallisierter für uns sehen wir das bei Avraham Avinu. Avraham, unser Stammesvater Abraham. Was war da los mit dem? Der wollte unbedingt eine Braut. Für wen? Für seinen Sohn. Für Yitzhak. Für den Isaac. Was hat er jetzt gemacht? Er hat seinen Diener geholt, den Eliezer, und hätte zu ihm sagen können, du pass mal auf, geh mal in diese City, ich kenne da aus meinen Geschäften den und den, der hat, überprüf mal IQ, überprüf mal Geld am Konto, überprüf mal diese Dinge. Wo hat er gelernt, was hat er gelernt, was hat er getan, was hat er nicht getan. Check mal diese Sachen ab und dann finde die richtige für meinen Sohn. Hat Abraham so mit seinem Diener gesprochen? Der Diener bekommt jetzt den Job gerade aufgetragen, die richtige Braut zu finden für den Sohn. Was hat er zu ihm gesagt? Dass Hashem ihm einen Engel senden wird, der ihn begleiten wird und der ihm dann die Augen öffnen wird, indem er ihn zur richtigen Frau bringt. Und für das muss er natürlich beten, damit er den Engel spürt und damit er diese himmlische Unterstützung wirklich wahrnimmt. Sie spürt. Sie versteht. Mit anderen Worten, unterm Strich Gebet. Das ist das Wort. Tfilah. Was für ein schönes Wort. Auf Hebräisch. Gebet ist gleich Tfilah. Und was haben wir gelernt von unserem tollen Rabbi, Rabbiner Shalom Arush? Überall da, wo wir von Tefillah sprechen, vom Gebet, reden wir automatisch auch von was? Von Emunah. Von der Kraft des Glaubens. Das ist das Ein und dasselbe. Das ist dieses Yin und Yang, das ist dieser tolle Ball. Das ist dieser tolle Ball voller Energie. Und wenn du den bei dir trägst, dann strahlt der absolute Energie für dich aus. Und das hat er da mitgenommen. Im Gebet ist er gegangen. Mit der absoluten Überzeugung, dass Gott mit ihm ist. Und er selbst war super motiviert, weil er gewusst hat, dass er das Richtige tut, weil er nicht nur an der Oberfläche rumkratzt. Nein, er geht ins Innerliche. Er sucht nicht immer nur das, was uns unterscheidet, nämlich diese ganze augenscheinliche Show. Nein, er geht in die Werte hinein. Und deswegen gibt es auch keinen Werteverfall. Ein Mensch, der Liebe in seinem Herzen trägt, der sieht Liebe überall. Versucht es mal. Ich finde es immer faszinierend. Ich habe hier im Jerusalemer Zoo, gibt es eine Statue von zwei verliebten Schwänen. So eine bronzene Statue,
Man erkennt sie nicht wirklich, die Schwäne, dass sie so verliebt miteinander kuscheln. Da muss man schon genauer hinsehen, um das zu erkennen. Das erste Mal, wo ich an dieser Statue vorbeigegangen bin, habe ich mir das angeschaut. Gott ist mein Zeuge. Es war für einen Bruchteil von Sekunden, habe ich sofort erkannt, dass wir zwei Schwäne kuscheln. Wie süß. Ich habe das sofort erkannt. Aber wenn ich dann nochmal hingesehen habe, da habe ich mir sofort auch gedacht, das ist Kunst. Ich habe es zwar sofort gesehen, aber nicht jeder wird es sehen. Und da habe ich sofort begonnen, einfach diesen Lernprozess zu starten. Und da habe ich jemanden gefragt, du sag mal, was siehst du hier? Da habe ich die verrücktesten Dinge gehört. Der eine sagt zu mir, ja, Schlange? Schlange! Hier sind zwei Schwäne am Kuscheln. Ein Schwan kuschelt sich in seine Schwänin, oder wie das Teil da heißt. Die sind da big in love, sind da zusammen, kuscheln und er sieht eine Schlange. Dann frage ich ihn, ist die giftig? Und dann sagt er, ja, anscheinend. Wenn ich das so sehe mit dem Stein. Hier ist Liebe abgebildet. Und was sieht er? Er sieht. Eine lebensgefährliche Schlange. Ich habe jemand anders gefragt, du sag mal, was siehst du hier? Es war eine Dame, sie schaut sich das an und sagt, weiß ich nicht, ist hässlich. Hässlich! Wie sagst du so etwas hässlich? Das ist doch nicht hässlich. Hey Mädel, das sind zwei Verliebte abgebildet. Wie siehst du das nicht? Das hat mich dann inspiriert, auf Facebook so eine Session zu machen, indem ich habe ein Bild genommen von zwei Katzen, die auch schön in so einem Korb gekuschelt haben. Zwei Katzen, eine schwarze Katze und eine weiße Katze. Was war in dem Bild zu sehen? In dem Bild war zu sehen, dass, weil die so zusammen waren und die Schwänze der Katzen, die waren so ineinander verflochten, schwarz und weiß. Am Ende haben sie sich dann getroffen und es hat ein Herz ergeben. Die waren so süß miteinander und die zwei Schwänze haben sich irgendwie getroffen und dann haben wir ein Herz gesehen. Ein Herz mit dem schwarzen Teil der Katze und das andere Herzteil mit dem weißen, der weißen Katze. Ein Herz. Ist aber auch nicht sofort zu erkennen. Und dann habe ich ihm eine Rundfrage erstellt. Keine Rundfrage, sondern ich hab was geschrieben. Ich habe gesagt, so, wer es innerhalb von 3 Sekunden erkennt in dem Bild, das ist der Beweis dafür, Entschuldigung, dass du eine romantische Seele besitzt. Und in den Kommentaren habe ich dann auch die verrücktesten Dinge gesehen. Zum Beispiel, viele haben geschrieben, weiß, sofort. Jemand hat geschrieben, 3 Sekunden. Jemand hat geschrieben, wow, habe ich schon 10 Sekunden dafür gebraucht. Jemand hat geschrieben, was soll ich sehen? Zwei Katzen? Was ist da schon romantisch dran? Er hat das Herz nicht wahrgenommen. Was ich damit sagen will, der Blick, die Liebe zu sehen, der Blick für die Liebe ist ausschlaggebend für ein Leben in der Liebe. Denn alles im Leben beginnt immer mit einem Gedanken. Wenn mein Gedanke bestimmt ist von der Liebe, dann ist meine Emotion auch wirklich liebevoll. Und meine Handlung daraus ist einfach nur romantisch toll. Wenn ein Mensch aber gedanklich nicht wirklich den Code, die eine oder keine hat, sondern das eine in seinem Gedanken ist, dann ist seine Emotion eine lebensgefährliche Schlange, die dann auch zubeißen kann. Und davor muss man sich schützen und davor kann man sich schützen mit dem Gebet. Denn Gott umgibt all seine Kinder mit unbeschreiblicher Liebe, vor allem dann, wenn du dich ihm anvertraust.
Wenn du dich ihm anvertraust, ich habe jetzt natürlich mit dieser armen Frau auch telefoniert. Sie hat den Fehler verstanden, dass es natürlich absolut dumm ist und keinen Sinn macht, sich das Leben zu nehmen wegen irgendeiner Null. Wieso sage ich Null? Weil er seinen Fehler nicht einsieht. Er hat mich auch angerufen. Und hat mich angeschrien, ich soll ihr mal jetzt eine Gehirnwäsche machen, sie soll ihm aufhören zu schreien, sie macht ihm Terror. Sein ganzes Mailfach ist voll, alles ist voll, er will nie wieder von ihr hören. Dann habe ich zu ihm gesagt, du wirst nie wieder von ihr hören. Dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, was passiert ist gestern? Um ein Haar hätte niemand mehr von ihr gehört, nicht bloß du. Ja, was kann ich dafür, wenn sie so hohl ist und das tut? Was kann ich dafür? Da sind wir wieder bei dem Werteverfall. Menschen denken, sie können sagen, was sie wollen. Sie können tun, was sie wollen. Sie können sich verhalten, wie sie wollen. Sie können jemanden treten, sie können jemanden dissen, sie können jemanden mobben, sie können jemanden knicken, beiseite schieben, einladen und wieder ausladen. Lauter solche Geschichten gibt es heute in diesem Planeten. Und danach so tun, als ob nichts gewesen wäre. Nein. So geht das nicht. Und hier erheben wir die Flagge und sagen, so geht das nicht. Wir wollen eine Welt der Liebe. Wir wollen eine Welt der Zärtlichkeit. Wir wollen eine Welt des Miteinanders und des Zusammenseins, voller Respekt und Gegenseitigkeit. Hier kann nicht jemand aufstehen und einfach beginnen, hier rumzuschießen, verbal. Meine Mutter sagt immer zu mir, David, immer sagt sie das zu mir. Zwei Dinge kannst du nie wieder zurückbringen im Leben. Das eine, das ist ein Schuss. Ich werde das nie in meinem Leben vergessen. Das war das erste Mal, da war ich, das ist das erste Mal, wo sie es zu mir gesagt hat. Da war ich, ich war 19. Jung und dumm. Zur Selbstverteidigung habe ich mir halt so eine Gaspistole gekauft und so ein bisschen präparierte. Und habe sie versteckt in meinem Zimmer. Meine Mutter hat das Zimmer mal aufgeräumt, weil ich ja immer so sauber war. So ordentlich war. Sauber war ich immer, aber ordentlich. Der Genie lebt im Chaos. Und da hat sie die Waffe entdeckt. Ich war total erschrocken, habe mich angerufen, meine tolle Mama. Wie geht's dir? Alles gut? Alles super? Ich bin da. Sie hat mir nicht gesagt, komm jetzt sofort nach Hause. Sie hat gesagt, alles in Ordnung. Aber ich habe gemerkt, sie will mit mir reden. Da habe ich gesagt, ist was? Sie sagt, nein, alles okay. Hab deinen Spaß. Komme ich nach Hause? Ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, dass sie das gefunden hat. Weil ich habe das einfach in den Schrank da in die Ecke geworfen, hat nie Gebrauch gehabt. Weil irgendein Freund hat zu mir gesagt, das brauchen wir. Und da habe ich halt einen Freund. Halte mich fern von bösen Freunden. Ein Freund, der offenbart dir Gott. Ein Freund, der zeigt dir die kommende Welt und damit hast du dann diese Welt. Das ist ein Freund. Das ist ein Freund. Was ist denn ein Freund, der nur mit Party und Halligalli und da war ich hier und da war ich da und hier ein Bier und dort ein Bier und da das und hier da und immer und Party und Fasching und da und alles ist super und alles ist schön. Nichts ist schön und nichts ist super. Auf die Werte. Was ist los? Bist du verheiratet? Liebst du deine Frau? Ehrst du deine Frau? Führst du sie aus? Bist du mit ihr glücklich? Es gibt nur sie für dich. Das war's.
Das ist ein Freund. Und nicht, hey, mach mal hier, geh mal fort, mach mal da, lass uns um die Häuser ziehen. Das sind doch keine Freunde. Ein Freund sagt sowas nicht. Und ich hatte auch solche Freunde mit 19, solche Helden, die zu mir sagten, wir brauchen unbedingt eine Gaspistole, weil das einfach Spaß macht, im Wald irgendwelche Dosen umzukicken. Wie blöd, mit was man sich sein... Kriminell. Das ist ein Freund. Und dann bin ich nach Hause gekommen und meine Mutter hat mich dann zur Seite genommen und zu mir gesagt, David, was ist das? Da habe ich dir gesagt, schnüffelst du mir in Sachen rum oder was? Wie frech. Nein, ich schnüffel nicht in deinen Sachen rum. Ich war so nett und habe dein Zimmer aufgeräumt. Und da habe ich halt das entdeckt. Das bekommst du natürlich nicht mehr wieder. Da habe ich dir gesagt, du ganz ehrlich, ich brauche das eh nicht. Deswegen war das da in der Ecke. Es ist ja total verstaubt. Ich hab schon vergessen, dass ich das überhaupt habe, das Teil. Da sagte meine Mutter zu mir, es kommt jetzt sofort in den Müll und du schmeißt das weg. Wirf das weg, tu das weg von dir. Weg, weg mit Waffen. Weg. Und dann sagte meine Mutter zu mir diesen Satz, bis heute weiß ich den, bis heute. Fast 20 Jahre sind vergangen und ich weiß ihn heute immer noch. Wie gestern. Gänsehaut habe ich. Meine Mutter sagte zu mir, lerne. Nur für eine Lektion hast du diese Waffe in mein Haus gebracht. Und es gibt nur eine Lektion, deswegen tust du es ja nie wieder. Dann knallt es nämlich. Meine Mutter kommt aus Marokko. Die sagen wirklich nur einmal was. Beim zweiten Mal, wenn sie sagen müssen, dann sagen sie es nicht mehr. Brach! Dann kriegst du gleich eine richtig gedeppert bekommst dann eine. Brach! Richtig gescheppert bekommst du dann eine. Marokko-Style, was denkt ihr? Da sagte meine Mutter zu mir, pass auf, mein lieber Sohn, diese eine Lektion gebe ich dir. Zwei Sachen im Leben kannst du nie wieder rückgängig machen. Die eine mit diesem Teil hier, mit dieser Waffe. Wenn du die abdrückst, die Kugel fliegt. Sie fliegt. Du kannst sie nie wieder zurückbringen. Dein Mundwerk, das Allergleiche. Das Wort, das du rausschießt, das ist raus. Du kannst es nie wieder zurückbringen. Wenn du mit jemandem sprichst und du sagst ihm etwas, dann ist es raus. Diese Sache ist raus. Du hast ihn jetzt erschossen, wenn du etwas Negatives gesagt hast. Du kannst deine Menschen einladen, wow, ihn nach oben schießen, in den Palast der Euphorie. Aber du kannst ihn parallel oder kurz drauf verbal wieder ausladen, ihm Pfeile ins Gesicht schießen und ihn erblinden lassen. Ein Wort, das du losschickst, das hast du losgeschickt und das geht nie wieder zurück. Unsere Weisen sagen, dass Leben und Tod von unserer Zunge abhängt, von unserem Mundwerk. Das ist so stark. Wieso lernt man sowas nicht in den Schulen? Sowas habe ich nie in der Schule gelernt. Kein Lehrer hat mir so einen Spruch gesagt. Das habe ich mit 19 lernen müssen von meiner Mutter. Und weil sie diese Waffe gefunden hat. Die ich dann sofort natürlich weggeschmissen habe. Wert darauf legen. Wert. Wert darauf legen, niemanden zu verletzen. So wie diese arme Frau. Die hat zu mir gesagt, okay, ich habe es jetzt verstanden, aber ich will loslassen. Aber wie kann ich meine Vergangenheit loslassen? Wie schaffe ich das? Wie geht das?
Ich bin ein Freund der Visualisierung. Dann habe ich zu ihr gesagt, du pass auf. Geh mal mit mir, mach mal deine Augen zu. Und geh mit mir in einen Wald. Wir sehen dort einen Sohn und einen Papa. Der Papa geht mit seinem tollen kleinen Knaben im Wald spazieren. Und der kleine Bubi sagt zu seinem Vater genau das, was du mich jetzt eben gefragt hast. Papa, wie kann ich schaffen, meine Vergangenheit loszulassen? Wie geht es? Da sagte der Papa, Junge, warte mal kurz. Der Papa geht zum nächsten Baum, umarmt den Baum und schreit, was muss ich tun, damit der Baum endlich aufhört, mich in den Arm zu nehmen? Augen auf, er schaut auf seinen Sohn und sagt, hast du gesehen? Jetzt habe ich es verstanden. It's up to you. Natürlich tut die Vergangenheit mal weh. Die Vergangenheit kann eine richtige Lektion gewesen sein. Also eine hardcore-mäßige Lektion, dass du richtig Bombe eine reinbekommen hast. Wie sagt der Rocky Balboa? Nichts im Leben kann so hart zuschlagen wie das Leben. So ist es. Da habe ich zu ihr gesagt, du wirst die Vergangenheit loslassen und du schaffst es nicht. Zunächst musst du verstehen, die Vergangenheit ist ein Baum. Der bewegt sich nicht. Das ist ein Baum, der steht da. Du umarmst deine Vergangenheit. Du. Nicht sie dich. Sie ist ein Baum. Sie ist statisch. Du musst einfach nur loslassen. Lass los. Lass los. Denn ganz egal, was passiert ist, so schlimm es auch sein mag, es ist jetzt in der Gegenwart und für die Zukunft völlig uninteressant. Denn was jetzt wirklich entscheidend ist, ist nur eins. Wo du jetzt bist, was du gelernt hast und wohin du gehen willst. Diese drei Punkte sind entscheidend. Wo bist du jetzt? Ein großes Stück weiter, voller Erkenntnisse. Du hast dir viele Sachen dadurch bewusst gemacht, was hinten passiert ist. Super. Was hast du daraus gelernt? Verinnerliche dir das mal. Was für Werte du jetzt da bekommen hast. Und jetzt, wo bist du hin damit? Nur das ist entscheidend. Und wenn du dich gedanklich auf diesen drei Stufen begibst, 1, 2, 3, dann hast du keine Zeit mehr, dem Baum zu umarmen, den Baum der Vergangenheit zu drücken, dann bist du nicht mehr da. Du umarmst diesen Baum ja nur. Warum? Weil du dich richtig mit ihm befasst. Ich habe einen tollen Schüler. Ich habe ihn vom Herzen gern. Wirklich vom Herzen gern. Er hatte vor 15 Jahren einen ganz schweren Unfall. Er hat beinahe sein Leben verloren. Er hatte richtig Glück. Was heißt Glück? Glück. Gott war mit ihm. Er war gerade unterwegs im Wald. Das passt jetzt auch richtig toll. Auch für dich sage ich diese Worte heute. Denn er hat mich kontaktiert vor ein paar Tagen und hat zu mir gesagt, das war so parallel, diese Bomben, mir geht es heute nicht gut. Wow, wieso? Heute, vor 15 Jahren, hatte ich meinen Unfall. Wow. Wieso sage ich wow? Ihm geht es nicht gut, weil er diesen Baum jetzt umarmt hat. Den Baum seiner Vergangenheit hat er jetzt umarmt. Was bedeutet, er lebt es jetzt gerade.
wie er halt damals in dem Wald war und der Baum ist umgeknickt und richtig auf ihn draufgeknallt. Wie ein Wunder lebt er heute noch. Und deswegen geht es ihm nicht gut. Natürlich geht es ihm körperlich heute auch nicht gut. Stell dir mal vor, die knallt einen Baum, haut dich weg. Natürlich hat er eine Schwerbehinderung. Aber trotz dieser Schwerbehinderung ist er ein Held, so wie der Magid aus Meseritsch, der große chassidische Meister, der hatte keine Beine. Und dennoch ist er mein großes Vorbild und der Vorbild aller Chassiden. Frag jeden Chassiden, jeden Juden, jeden gläubigen Juden, frag ihn, du, wer war denn der Magid aus Meseritsch? Du siehst Leuchten in seinen Augen. Dieser Magid war ein Krüppel, der hatte keine Beine. Mein Schüler hat auch diese Qualität. Was für eine Qualität? Den Baum der Vergangenheit nicht zu umarmen. Die Lektion des Lebens war hier knallhart, aber knallhart. Ein Baum ist auf dich eingeknallt. Ein ganzes Haus ist auf dich eingestürzt. Das ist eine Bombe. Knallhart. Mir geht es heute nicht gut. Weil du diesen Baum umarmst und dann spürst du natürlich und du siehst diese Bilder. Wow, was da passiert ist. Du siehst den Einsturz. Du siehst die Schmerzen. Du siehst das Blut. Du siehst alles, was so weh tut. All das, was du nicht willst. Alles, was du verdrängen willst. Aber desto tiefer du diese Bilder siehst, desto mehr du diese Bilder siehst, desto fester drückst du diesen Baum. Und du kannst nicht loslassen. Mach halt. Mach die Augen auf. Hier muss man die Augen aufmachen. Wo bist du? Du bist nicht in diesem Wald. Du bist jetzt nicht mehr mit diesem Typen aus der Schweiz. Du bist jetzt nicht mehr in diesem Horror, das du gerade erlebst. Du bist da jetzt nicht. Du bist jetzt gerade mit mir. Das ist schon mal toll. Du bist mit mir. Erstens ein Song. Todaraba. Todaraba. Als erster Todaraba lechaaba. Ich danke dir, Papa. Ich danke dir, Papa. Das ist das allererste. Wo bist du jetzt? Du bist wo? Im Garten der Dankbarkeit. She'arav betoda. Die Tore des Danks, da bist du jetzt gerade hineinmarschiert. Wow, das bringt Emotion. Das ist super. Wo bist du jetzt? Und selbst wenn du es nicht schaffst, jetzt in diese Euphorie-Stimmung hineinzugehen, einverstanden. Aber egal, wo du dich jetzt auch befindest, du bist definitiv nicht da, wo du gewesen bist. Du bist definitiv nicht mehr in diesem Ring und bekommst jetzt gerade stockvoll eine reingeschenkt und liegst jetzt am Boden. Nein, da bist du jetzt in diesem Moment nicht mehr. Du bist da jetzt nicht mehr. Das bedeutet, der Tsunami, der ist hinter dir. That's it. Vielleicht sind jetzt noch Trümmer da, einverstanden, aber jetzt beginn daraus zu lernen. Was habe ich daraus gelernt? Und wo will ich hin? Lass los. Um das geht es jetzt einfach. Menschen müssen loslassen von solchen negativen Erlebnissen. Und das geht, und ich wiederhole mich, weil das wichtig ist. Das ist so wichtig. Wo bin ich jetzt? Was habe ich daraus gelernt? Und wo will ich hin? Positive Gedanken führen zu positiven Handlungen. Das ist so wichtig. Das ist wichtig, denn wir wollen fliegen. Eigentlich können wir alle fliegen. Was hindert uns am Fliegen? Zu viel Ballast, Ballast aus der Vergangenheit. Das hindert uns am Fliegen. Und wenn du fliegen willst, dann musst du jetzt eben loslassen, was dich am Boden hält. Was dich daran hindert, abzuheben. Diese Dinge musst du weglassen. Loslassen. Und das geht. Durch was? Durch Emunah, die Kraft des Glaubens. Das geht durch Tefillah, durch das Gebet. Und das geht durch ein simples Wort. Toda. Dankbar sein. Sei dankbar. Und sag Danke.
Sag Danke. Denn schau mal, wo du heute bist. Du bist eine Riesenerkenntnis weiter. Dir hat es wehgetan. Und wie es wehgetan hat, du hättest liebend gerne auf diese Lektion in deinem Leben verzichtet. Aber genau diese Lektion macht dich jetzt so intelligent, macht dich jetzt emotional so stark und einfach nur gut. Warum? Weil du den Wert des Lebens entdeckt hast, den Sinn des Lebens entdeckt hast und eben nichts mehr auf Werteverfall gibst und nicht nur augenscheinlich unterwegs bist, sondern du bist jetzt wie Moshe Rabbeinu, wie Moses. Du schaust ins Innerliche, du suchst den Wert, du suchst den Kern. Da bist du jetzt mittendrin statt nur dabei. Und diese Dinge sind einfach nur Gold wert. In diesem Sinne, lasst uns hoffen, dass wir in unserem Leben nur Gutes machen werden, dass Gott uns nur benutzt, um ein Licht der Liebe zu sein, dass Gott uns nur benutzt, um Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, die Menschen zueinander zu bringen und alle glücklich machen. Gute Nacht. Laila Tov, Shalom.